Ja, willkommen, Folge 29. Wir starten direkt rein mit einem Angriff im Teamkrieg. Regel ist Ankommen, Blitz und Licht. Wir haben schon zwei gemacht zusammen. Einer ging richtig schief, der andere gerade so glatt. Das hier ist die Mitte dazwischen. Einen hat es schon geklaut. Aber zwei Mann sind Erde. Das trifft sich gut, sind gegen die starke Blitzausstellung. Man. Im Grunde damit als Blitzmonster einer der besten, aber komme ich nicht vorbei. So sieht's aus. Von hier offensichtlich wenig Münzen diesmal im Krieg. Müssen wir mit leben. Was haben wir noch Schönes? Das Winterlabyrinth. Mittlerweile weiß ich, ich muss Rudolf bewegen. Dann komme ich an Chilbill ran. Also bewegen wir Rudolf. Da können wir einmal richtig absahen. Denn da kriegen wir sogar noch ein paar mehr. Labyrinthmünzen habe ich angesammelt. Einige. Da gibt es ein Leckerli. Das mächtige Drehen am Glücksrad. Und noch mehr Zellen, na, das passt ja. Zellen. Hier gibt es auch Zellen. Na, geht doch relativ langsam mit diesem Rentier. Was sollen wir da machen? Nexor. Und immer fleißig das Glücksrad für noch ein paar Zellen. Rexzellen habe ich ab jetzt auch zum Spenden. Growler wäre fast interessant. Futter immer gern gesehen. Und wieder ans Glücksrad. So, das könnte ja sein, der Schlüssel. Nochmal Nexor. Ich habe einen Schlüssel erhalten. Na, da wollen wir doch mal wissen, von wem? Von Chill Bill, genau. Also geht's los mit Chill Bill. Futter, ich nehme gerne Futter. Ich nehme auch gern Glücksrad. Ich hoffe jetzt mal, mit ein bisschen Glück kommt hier noch was Spannenderes als das Glücksrad. Erstmal aber kommt es, obwohl vielleicht ist es ja auch ganz spannend zu wissen, was für Zellen Nexor offensichtlich diesmal Roxen, der sein Zwillingsbruder. Totem kann ich auch spenden übrigens. Edelsteine nehme ich gerne. Noch mal ein paar Münzen. Ich glaube allerdings nicht, dass es wirklich reicht bis zum Ende. Eine ordentliche Menge Gold nehme ich auch gerne.
Nochmal ins Glücksrad greifen. Münzen, immer Münzen. Okay, also nochmal. Gold. Glücksrad. Vier Zellen haben wir noch. Natürlich machen wir den Kampf. Machen wir gerne. Das letzte Team war Looping Louis. Okay. Da tauschen wir auf jeden Fall ein bisschen aus. Und die Tröte. Ja, ist der Untote da vorne. Natürlich der Dr. Hazard ist halbwegs unbequem. Mit ein bisschen Glück kommen wir an dem vorbei. Ansonsten sind wir mit Erde nicht schlecht aufgestellt. Nehmen wir also zuerst. Felssturz. Nicht gelähmt leider. Erdbeben auch noch drauf. Nächste Runde habe ich ihn. Da hilft auch das Dunkle als Toxin nicht. Eher im Gegenteil. Die Verbrennung stört mehr. Eine Runde halten wir die aus. So, drauf. Einmal heilen und aufpumpen. Der Musu muss sich wohl gleich verabschieden, genau. Zwei gegen ein. Mit erhöhtem Schaden. Und der ultimativen Attacke ist schwach, okay, ja, aber die Runde verlieren, das nimmt man natürlich mit. Blenden können wir auch noch. Dann dürfte er auch nicht mehr drankommen. Eben, und schon geht's weiter im Labyrinth. Glücksrad natürlich. Und Futter gerne. Chilbel, ein paar Schritte kriegen wir noch. Kräftig Futter. Jetzt kostet das schon 100. Ein Schlüssel. Von wem? Brünnhilda. So breit muss man den Chilbel also bringen, um Brünnhildas Schlüssel zu finden. Futter. Glücksrad, Futter, Glücksrad, Futter, Glücksrad. Weiß ich schon jemanden, dem das sehr gut schmecken wird, das viele Futter. Einen Kampf kriegen wir noch. Bei der Aufstellung bleiben wir gleich. Wasser ist ganz gut. Der Rest ist unwichtig. Und den Rest machen wir nämlich mit dem Sonderschaden weg. Na gut, dann baust du also ein Schild auf. Das warten wir im Zweifelsfall auch einfach aus. Kümmern uns so lange um das Feuermonster. Aha. Juggernaut.
Und eine Horde Wildschweine, super. Die habe ich offensichtlich gebraucht. Na gut, der Juggernaut hilft zum Glück nicht gegen Attacken auf mehrere Ziele. Denn Feuer werden wir also trotzdem los. Juggernaut. Hauen wir einfach sinnlos drauf. Irgendwie wird das schon wegzukriegen sein. Mit dem Whirlpool. So sieht's aus. Tja, und dann müssen wir offensichtlich ein Wildschwein loswerden. Das gibt's dann zum Abendessen. So, Belohnung. Ich dachte gerade, Hauptsache nicht das Ei. Hein können wir noch. Ein Glücksrad kriegen wir noch. Und dann hat er ein ganzes Stück von seinem Weg gemacht, würde ich sagen. Da können wir erstmal wieder sammeln. Ist wohl auch noch ein bisschen weiter. Da unten ist sein Ziel. Hellblau. Mal sehen, wie teuer der noch wird. So, dann haben wir es letztes Mal nicht hingekriegt. Cristobal. Drei Runenplätze hat er frei. Cristobal war eine wichtige Figur in der Geschichte von Monster Legends. Als er jung war, dachte jeder, dass es nur die Hauptinsel gäbe, doch er entdeckte, dass das Monsteruniversum aus vielen weiteren Inseln bestand. Wollen wir ihm einen Namen geben? Kapitän Silver. Und füttern können wir ihn auf jeden Fall. Stufe 40 könnte er kriegen. Futter haben wir relativ viel. Mittlerer Erdschaden. Was kann er denn? Ausdauerleck, das kenne ich schon. Das ist anstrengend. Mittlerer Wasserschaden. Geringer Erdschaden. Oder geringer körperlicher. Also den Erdangriff ein bisschen aufwerten. Da geht aber noch was. Mittlerer Wasserschaden kann das Ziel betäuben, hat eine Abklingzeit. Den Wasserschaden verbessern. Und einen dürfen wir noch mittlere Wasserschaden, 50% Ausdauer abziehen und eine Abklingzeit. Das ist eigentlich noch besser. Mit der Redonda zusammen Ausdauer ziehen. Böses Spiel. So, da ist er neu, Captain Silver. Damit habe ich jetzt auch ein Rare Wasser-Erd-Monster. Und bin da im Krieg dann vollständig aufgestellt, was die angeht. Da bedanke ich mich auch nochmal für alle Spenden. Auch der kommt ja durch die Spenden. Angenehm. Muss man das nennen? So, dann haben wir noch einen auf der Abenteuerkarte. Da muss es ja vorwärts gehen. Die 57. Dreimal Blitz steht da. Und dann zweimal Wasser hinterher. Das gute alte Spiel. Stufe 36. Also die üblichen Verdächtigen. Jeder Überlebende kann sich Erfahrung holen. Erdangriffe sind stark. Das geht erstmal ganz gut in Ordnung. Da genieße ich natürlich den Marmorhut sehr.
was sonst. Schade. Das wäre auch jetzt zu schön gewesen. Oder was soll man dazu sagen? Jetzt haben wir noch einer weg. Noch einer weg. Ausdauer sparen eigentlich. Nächste Welle Wasser. Müssen wir also bei Erde bleiben. Einmal den Felssturz. Lehm ist sehr angenehm, danke. Heilen und aufpumpen. Und durchprügeln. Was bleibt dann sonst über? Drauf. Kann ich mit einer Flutung mitnehmen. Und ihn haben wir extra aufgepumpt. So. Perfekt. Hatten wir Erfahrung für jeden. So dürfen sie natürlich gerne wachsen. Futter für Christo bei. Und endlich wieder Glücksrad drehen. Erzürnen. Ja, dann danke ich euch und sag erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao.